Terroranschlag in russischer Schule. Im Gymnasium Nummer 175 in Kasan kam es am Dienstagmorgen zu einem Terroranschlag. Das russische Untersuchungskomitee hat ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes eingeleitet. Der 12. Mai wurde in der Republik Tatarstan zum Volkstrauertag erklärt. Im Ergebnis des Terroranschlages starben bisher 9 Menschen. 4 Jungen, 3 Mädchen, eine Lehrerin und eine Mitarbeiterin der Schule. Alle jugendlichen Opfer sind Schüler einer 8. Klasse. Mindestens 20 Personen, davon 18 Kinder, wurden mit teils schwersten und lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Am späten Nachmittag wurde bekannt, dass der Attentäter, nachdem er keine weiteren Opfer fand, sich auf die Straße begeben habe und sich dort von der bereits eingetroffenen Polizei verhaften ließ. Die Polizei erhielt mindestens 20 Anrufe mit Hinweisen, dass in der Schule geschossen wird. Die ersten Polizisten trafen 5 Minuten nach Beginn des Terroranschlages in der Schule ein. Die Meldungen zur Anzahl der Attentäter veränderten sich im Laufe des Tages mehrmals. 3 Täter wurden als maximale Zahl angegeben, davon ein 41-jähriger Mann, welcher als Helfer erkannt wurde. In späteren Meldungen war nur von einem Attentäter die Rede. Es handelt sich um einen 19-jährigen ehemaligen Schüler des Gymnasiums. Während des ersten Verhörs erklärte er, dass er vor ungefähr 2 Monaten festgestellt hat, dass er Gott ist. Im Sommer sind ihm reale Monster erschienen und er begann, alle anderen um sich herum zu hassen. Er habe schon immer alle gehasst, aber seit diesem Zeitpunkt wurde sein Hass noch größer. Über seine Erkenntnis, dass er Gott sei, habe er mit seiner Mutter gesprochen. Im weiteren Verhör gab er jedoch zu Protokoll, keine Eltern zu haben. Ich habe alles zuerst meiner Mutter erzählt, obwohl ich keine Mutter habe. Ich bin mit ihr auf sie. Sie ist nicht meine Mutter. Ich habe keine Eltern und ich hasse euch alle. Ich habe keine Mutter. Ich habe von allem entsagt. Die Frau, die mich geboren hat, ist nicht meine Mutter. Ich habe keine Mutter, keinen Vater. Ich habe sie niemals so genannt. So die Äußerung des vermutlichen Mörders im Verhör. Es wurde angewiesen, dass den hinterbliebenen Familien der Ermordeten eine Summe von je 1 Million Rubel auszuzahlen ist. Den Verletzten wird eine Summe zwischen 200 bis 400.000 Rubel bezahlt. Der russische Präsident Putin hat angewiesen, umgehend die Gesetzgebung zum Erwerb und Besitz von Waffen zu überarbeiten. Es wurde bekannt, dass die vom Schützen verwendete Waffe sich legal in seinem Besitz befand. Mit der Verschärfung des russischen Waffenbesitzgesetzes wird der Chef der Rosgarde beauftragt. Das russische Bildungsministerium hat die Regionen angewiesen, in allen Schulen die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken. Es wurde bekannt, dass in der Schule, in der das Attentat geschah, kein Wachdienst vorhanden war. Dies widerspricht der aktuellen russischen Gesetzgebung zum Schutz und der Sicherheit von schulischen Einrichtungen.